Ja, zum Dreispritz hier heute an dem heutigen Tag der Armut. Die Armut ist ja heute nicht gegeben, dass wir zu wenig Worte haben zum Thema Frieden. Vielen Dank für meine Hilfe hier, für meinen technischen Leiter. Wie heißt du, großer Künstler? Großer Künstler, sehr schön. Ja, ein Riesenapplaus und ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die heute auch wieder diese Mahnwache bei diesem kleinen Nieselregen hier stattfinden lassen. Ich möchte hier nicht als Künstler gefeiert werden, sondern ich möchte einfach nur als Beitragsgeber gefeiert werden und möchte einfach nur daran teilnehmen, dass wir eine Möglichkeit haben, etwas zum Frieden zu sagen. Ich habe einen Kollegen mitgebracht, den habt ihr wahrscheinlich schon mal die Tage gesehen. Es ist der kleine Mann mit der roten Mütze. Ja, Kasper, ich grüße dich recht herzlich. Und wir wollen heute eigentlich nur ganz kurz über den Stoff des Friedens reden, nämlich dieser kleine Stoff auf unserem Kopf. Ja, das ist richtig. Dieser Stoff auf unserem Kopf, der führt ja immer wieder auf den Mahnwachen und auch hier auf der Welt in der heutigen Zeit richtig zu Diskussionen. Dabei ist dieser Stoff doch eigentlich gar nicht so wichtig. Doch, natürlich ist dieser Stoff wichtig. Denn das bisschen Stoff, was wir auf dem Kopf haben, das führt zu dieser Diskussion, ob man diesen Stoff aus welcher Farbe und aus welcher Fasson er auch gestaltet ist, ob man den überhaupt ertragen kann. Natürlich kann man den tragen. Dieser Stoff ist doch nicht schwer. Nein, ob man ertragen kann in seiner Toleranz und in seinem Respekt. Ach Quatsch, das ist doch kein Problem. Ist doch egal, welche Farbe, ob das rot ist oder ob gelb ist oder blau ist. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die tragen so wunderschöne Kopftücher. Du weißt ganz genau, es gibt ein Kaschmir und es gibt eine Wolle. Ach, das gibt wunderbares Material. Also diesen Stoff, den hat man angefangen zu weben. Und ich finde es wunderbar, dass Menschen auf der Erde diesen Stoff auch tragen. Egal, ob sie diesen Stoff vor dem Mund tragen, damit sie die Möglichkeit haben, ihr Gesicht zu schützen, ob sie ihn auf den Kopf tragen oder damit sie die Möglichkeit haben, sich vor der Kälte zu schützen, jetzt im Winter, und auch aus religiösen Gründen, um zu zeigen, dass sie diese oder jene Einstellung haben zu ihrer Religiosität. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Die Klatschbase. Du hast ja heute noch gefehlt. Also, Kasper, eins kann ich dir nur sagen. Wenn ich heute ohne Kopftuch hier stehe, dann ist das doch auch eine Revolution. Natürlich. Dann müssen wir unseren Dreispitz doch den Hut vom Kopf wehen, damit er auch mal ohne irgendeinen Stoff auf dem Kopf zu sehen ist. Na, aber das wäre doch dann nicht gerecht. Richtig. Jeder hier hat auf Erden das Recht, das zu tragen, was er möchte. Und zwar in freier, eigener Meinung. Ob es ein Stück Stoff ist, ob es ein Hut ist, ob es eine Mütze ist, ob es ein Basecap ist oder ob es irgendetwas anderes ist, was ihn irgendwie darstellt und selber auch in seiner Schönheit noch verschönert. Ja, und mit diesen Worten wollen wir heute Abend das Wort weitergeben zum dieser Friedensdemo heute hier auf dem Jungfernstieg, auf dem Fahnenplatz am heutigen Montag. Und ihr habt es nicht vergessen, der Frieden ist wie ein Behinderter an den Rollstuhl gefesselt und er ist einfach nur abhängig von der menschlichen Pflege. Der Zustand natürlich. Der Zustand ist abhängig von der menschlichen Pflege. Vielen Dank.